So, ja, Sommerhaus der Stars. So, ich habe gestern mal jetzt das Finale geguckt, also das Finale an sich, wieso, glaube ich, hoffe ich bei dieser Sendung, war jetzt nicht so spannend. Also die Bodybuilder haben da relativ knapp gewonnen, Lisha und Lu sind noch rausgefallen vorher und ja, geht so, also wenig Überraschendes passiert noch, fand ich. Was natürlich hochgradig spannend war, war dann das Gespräch danach so, ne? Dann sind ja alle im Studio gewesen, hat nochmal gesprochen so. Und ja, wie ist das jetzt gelaufen? Also es gab natürlich wieder viel Beef und ich weiß nicht was. Könnte man jetzt endlos drüber reden, wollen wir eigentlich gar nicht. Ich würde nur gerne ein paar Sachen rausgreifen. Also einmal ist das für mich so das Beispiel von ja, Täter-Opfer-Beziehungen, aber jetzt nicht auf so eine Art, wie das, glaube ich, die meisten sehen, ehrlich gesagt. So einfach dieser ganze 3D-Scheiß, dieser toxische Kram, also konnte man da in Reinkultur sehen, wobei natürlich auch dieses Format, das stimuliert, das wird ja immer gerne immer wieder vergessen, glaube ich, so das Gefühl, dass dieses Format, das auch sehr, ja, stimuliert, ne, diese ganze Geschichte, weil ja, Gott, ihr könnt euch mal zu dritt zusammenstellen und nehmt euch mal vor, einen von euch dreien rauszuwählen. Dann könnt ihr mal gucken, was das mit eurer Stimmung so macht als Gruppe. Ne? Das ist ein Desaster. Und das haben die 4 Wochen da. Ne? Also, dass man sich da an die Wohl geht, ist geplant und gehört zum Konzept dazu. So, ne? Ob das dann immer gleich Mobbing ist, also hat ja selbst diese Eva gesagt, sie sieht es nicht als Mobbing, weiß ich nicht. Weil da gehen ja alle freiwillig rein, man weiß ungefähr, was kommt. Und dass da Gruppen gebildet werden, wo einer gegen den anderen schießt, ja. Das andere ist natürlich, welche Form nimmt das an, ne? Und da hätte ich mir natürlich schon gewünscht, man würde sich einfach mal entschuldigen. Also haben ein paar gemacht, aber viel weitreichend. Einfach sagen, ja, es war einfach zu viel, war zu krass, war zu doll. Habe ich meine Spielfläche nicht sauber gehalten. Das hätte ich mir schon viel mehr gewünscht, muss ich sagen. Und ja, bestimmte Sachen, ja klar, sollte man die nicht sagen irgendwie, ne? Wie, weiß ich nicht, Ratte. Also natürlich kann Ratte auch mal lustig sein, wenn man es zum Kumpel sagt und man hat so ein Wording, aber in dem Fall war es, glaube ich, nicht lustig. Und ja, und vieles weitere, was dann auch gesagt worden ist, die jetzt geguckt haben, wissen das ja. Ja, ist natürlich, ist das krass und sollte man nicht machen und kann man sich mal entschuldigen, ne? Natürlich. Was ich aber auch denke, ist, dass nach wie vor glaube ich nicht, dass es einfach, dass man so ganz einfach sagen kann, das sind die Täter, das sind die Opfer. Also gerade in dieser Sendung kann man, finde ich, schön sehen, dass es eben nicht so einfach ist. So, ne? Also da wechseln natürlich auch mal die Rollen und ja, und meiner Ansicht nach, es war wahrscheinlich scheinbar eine Einzelmeinung, ich finde, dass André ein bisschen viel abkriegt, André und Jenny heißt die, glaube ich, ne? Weil ja, da war vor anderthalb, 2 Jahren war dieser fucking Bachelor und offensichtlich hat die Eva das ja jetzt nicht gut verkraftet. Auch da muss man sagen, ja, sie hat dann so ein Format mitgemacht, es war ihre Entscheidung und ich hatte schon den Eindruck, was man so zwischen den Zeilen hören konnte, dass sie scheinbar da ja eben auch irgendwo keine Ruhe gegeben hat und noch, also obwohl es das Gespräch gab und ja, dass ihr Ego das vielleicht nicht so gut verkraftet hat und ja, offensichtlich da immer wieder Kontakt gesucht hat, den die einfach nicht haben wollten. Und das ist auch echt unangenehm, kann man wirklich so sagen. Und wenn die dann plötzlich in der Sendung auftaucht und dann sie dann so sagt, ja, da ist doch die Gelegenheit, wo man drüber reden will. Ja, aber die wollen da nicht drüber reden. Die wollen da nicht nochmal drüber reden. Nein, und es gibt auch, das ist auch was ich auch immer wieder gehört habe von Leuten, ja, ich habe doch so ein Recht, dass du dich mit mir auseinandersetzen musst. Nein, das Recht hat niemand. Das kann jeder sagen, ich möchte mich nicht mehr auseinandersetzen. Und diese Freiheit ist denen, ja, ist natürlich auch nicht genommen worden. Sie hätten ja sagen können, ich möchte da nicht drüber reden, aber haben sie ja auch. Nur die Form stimmte natürlich nicht. Ne? Habe ich auch schon mal gesagt in so einem Video, André hat da seine Spielfläche eben nicht sauber gehalten, er hätte eine andere Form finden sollen. Aber dass er jetzt so der böse Hass-Puppenspieler ist, ich meine, das fand ich auch gut, was der Bodybuilder da sagt, ey, wir haben alle hier mal über die Stränge geschlagen, wir haben alle Scheißsachen gesagt und ja, das fand ich wirklich gut und
Ja, und auch, oh Gott, ich habe ja den Anfang gar nicht gesehen, dieses eine Paar da, die habe ich ja gar nicht gesehen, diese, die da so völlig abgegangen sind und gleich rausgeflogen sind. Und fand gut, dass der sich da entschuldigt hat, aber die Frau von dem, oh, gut, egal. Und ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, aber das ist vielleicht nur, geht nur mir so, ich habe echt ein Problem mit diesen Leuten, die ihr Gutmenschentum so nach außen kehren, weil, also mich riecht das total auf, weil ich glaube das irgendwie auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie nur da reingehen, um irgendeinem Jugendheim zu helfen. Das kann ich mir nicht vorstellen, wirklich. Und also, da hast du da immer so, ich weiß nicht. Also, das hat mich schon im Studium immer aufgeregt, wenn Leute dann so, weiß ich nicht, so eine, ja, wir sind so die Guten und wir meditieren und, boah, also ich kann das überhaupt nicht gut ab und regt mich manchmal viel mehr auf, als Leute, die einfach mal einen raushauen und dann sich dann vielleicht auch entschuldigen. Da muss man sich auch mal entschuldigen, irgendwie so, ne? Also, ja, das ist mir dazu eingefallen. Noch irgendwas? Ja, und das natürlich, das, was man schon sagen muss, dass wenn man in so einen Hass geht, was natürlich viele gemacht haben, was auch eine, was man vielleicht nicht machen sollte, was auch eine Wahl ist. Man sollte es, ich finde, man sollte viel mehr so in der Liebe bleiben, schon in der Abgrenzung, aber in der Liebe. Und dass das die Gesichter auch nicht gerade schöner macht, ne? Das finde ich auch, dieser Hass irgendwie so, ne? Und, ach, Gott. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn dann Menschen sich darüber aufregen und sagen, da wird so viel gemobbt, und schreiben dann aber dieser, was die Jenny Lang oder ich weiß nicht, was die jetzt so, die Frau von dem Bachelor, schreiben der dann eine Hassbotschaft nach der anderen, dass sie verrecken soll und in der Hölle schmoren und ich weiß nicht was, ist das dann besser? Also, was da gerade alles aus Menschen rausgeholt wird in dieser Zeit, ey, ich finde es krass und ich denke, es geht, deswegen fand ich es auch spannend, das zu gucken, weil ich glaube, es geht wirklich darum, jetzt endlich mal in die Einheit zu kommen, in die Liebe zu kommen. Das heißt jetzt nicht, dass alles ein Brei ist, man darf sich abgrenzen, soll sich abgrenzen, muss gar nichts irgendwie. Aber ja, das ist so, konnte man wie gerade überall übrigens diese Dualität sehen, die sich so wirklich gerade aus allen Fugen springt irgendwie. Und Meinung gegen Meinung und Anschreien und was weiß ich. Und ja, und diese Sache an sich ist, glaube ich, gilt es zu überwinden. Aber da bringt es jetzt auch nichts, wieder neue Schuldige und Opfer zu thematisieren, wo die Sache ja offensichtlich viel komplexer ist irgendwie. Und also, das finde ich ein bisschen problematisch. Hoffe, das war irgendwie verständlich, was ich gesagt habe. Sonst tut es mir leid. Und ja, wir schauen mal. Also, ich glaube, ich werde das mal gucken, wenn das wiederkommt, ob ich das mal ein bisschen mehr kommentiere. Aber jetzt ist es ja erstmal vorbei, jetzt haben wir es überstanden. Und ich weiß auch nicht, ob es jetzt, ich habe auch noch mal eine alte Staffel reingeguckt, ob das jetzt so die schlimmste Staffel war. Also Staffeln davor sind auch so krasse Sachen passiert. Das ist auch, wie gesagt, dieses Format. Tut euch mal zu dritt zusammen und überlegt, wen ihr von euch dreien rauswählt. Ich hatte das mal in meiner Ausbildung so als Übung. Das ist die Hölle. Das ist total ekelhaft und zerstört sofort eine gute Stimmung, die man vielleicht vorher noch hatte. So. Gut, soweit und bis zum nächsten Mal.